Herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Das wohl bis jetzt süßeste Spiel auf Nintendo Switch und ein Spiel, auf das ich mich echt freue, seit sie es angekündigt haben. Denn ich habe als kleiner Knirps das Ding hier schon auf dem Gameboy gespielt. Hat zwar nicht sonderlich viel gecheckt und bin nicht weit gekommen, aber das macht nichts. Ach ja, apropos, ich bin Paul und willkommen auf dem For You-Kanal zu einem neuen Let's Play. Und glaube ich, dem allerersten Zelda-Let's Play bei uns auf dem Kanal. Also daher, nice. Und gut, das Intro haben wir jetzt schon gesehen. Jetzt würde ich sagen, drücken wir mal L und R. Starten unser Abenteuer. Neues Spiel, Spiel 1. Wir gehen mal, sagen wir mal normal. Gib deinen Namen ein. Machen wir mal. Mal ist nicht bei sowas immer Link, aber wir können ja ein bisschen persönlicher werden, ne? Deswegen bleiben wir bei 4 Buchstaben, aber wir sind dabei. So. Genau. Und ein L ist auch dabei. Passt doch. Here we go. Ich freue mich so dermaßen auf das Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Hey Glück, du bist wach. Ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein, ich heiße Marin. Du bist auf der Insel Kokolint. Bist du in Ordnung? Geh den Weg entlang nach Süden, um zum Strand zu kommen, wo ich dich gefunden habe. Vielleicht solltest du dich dort mal umschauen. Aber sei vorsichtig, dort wimmelt es von Monstern, seit du angespült worden bist. Okay, wer bist du? Endlich bist du wieder auf den Beinen. Heiße übrigens Taren. Geht es dir gut, Paul? Was, wo ich den Namen weiß? Der steht auf der Rückseite von diesem Schild hier. Cyberschild. Du hast dein Schild wieder. Halte R gedrückt, um mit dem Gegner und Angriffe abzuwehren. Ha! Cool. Uff, das ist noch ziemlich, sieht noch ziemlich schwer aus. Im Moment reicht deine Kraft dafür nicht. Typisch selber, brauchen ein Item dafür. Und wie schön es hier ausschaut, diese kleine Palme da hinten, der Ast. Hier, Schneidebrett, die Pilze. Foto von Taren und Maren, der Bär von Kokolint. Ah, die Musik. Ja, Nintendo kann Musik einfach. Sehr schön. Mürvendorf. Schaut cool aus, auch mit dem Unschärfe-Effekt und alles. Feier ich. Rosa. Alter, schaut das gut aus. Cool, cool, cool. Ich würde sagen, das Ganze erkunden wir aber erst später. Ich denke mal, wir gehen erstmal runter zum Strand. Und schauen mal, was dort zu finden sind. Oder zu finden ist. Kommen wir da hinten eigentlich durch oder ist das? Ne, okay. Wieder sein kommen. Omi, wir kommen später wieder, ne? Hallo Kettenhundi. Ja. Das sind mal eine der ersten Mario-Anspielungen. Geh weg. Was machen die denn da? Jungs? Wenn deine Herzen fast leer sind, sollst du schnell eine große Fee finden, habe ich mal gehört. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch ein Kind. Und ein Navigationsgerät. Hallo TomTom. Wenn du jetzt Garmin heißt. Nein, TamTam. Okay, schade. Ich habe gehört, dass man Minus drücken kann, um auf der Karte der Insel zu sehen. Und man kann auch durch Drücken von A Sachen mit Pins markieren und sich mit X an Dinge erinnern. Ich weiß auch nicht, wie die das meinen. Weiß ich nicht. Fragt dein Bruder TomTom. Okay, wir haben eine kleine Map. Sehr schön. Dann haben wir, schauen wir jetzt mal runter. Sagen, Wurmpalast, Tonga Strand. Mal schauen wir uns doch mal um. Oh ne, da kommt da wieder zurück, okay. Hallo, du da, hey. Hey, turn around. Also weg. So. Toronga-Strand.
So. Wisst ihr was, kenne ich noch? Wie seit dem Anfang habe ich ja als Kitty immer gespielt, aber irgendwie bin ich bis zum ersten Palast immer nur gekommen. Das war's. Und oh ja! Das ist unser Schwert. Ich hoffe, dass es unseres ist. Uhu. Uhu, uhu. Es ist dein Schwert. Jetzt verstehe ich, warum die Monster so unruhig sind. Ein mutiger Jüngling ist gekommen, um den Windfisch zu wecken. Das heißt, man könnte die Insel nicht verlassen, um den Windfisch aus seinem Schlaf zu holen. Du solltest zuerst nach Norden in den Zauberwald. Okay. Nun hast du dein Schwert gefunden und bist froh, deinen Namen darauf zu lesen. Baul. Schwing es durch Drücken von B, um Gegner anzugreifen. Okay. Komm her, du Krabbe. Haha, ich bin mächtiger als das Schild. Yes. Cool. Was ist ein Affe? Jetzt können wir mit dem noch nichts anfangen. Aber wir werden später, früher später mit dem noch was machen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal noch die Stadt an. Und da ist ein Krokodil. Mit Hut. Nice. Ich feiere ich. Und wie schön das ausschaut. Guck mal, was der hier hat. Der hat ein Stück Strand und Wasser in seiner Bude. Ist auch cool, sein jede Früh so aufzuwachen. Und die Kokosnuss da hinten. Mit getretenem Strohhalm. Ich hoffe, der ist aus Pappe, Alter. Sonst gibt es Ärger mit der Kreta. So. Willkommen im Bananenhimmel. Ich bin Erwin. Nebenbei sammle ich Dosenfutter aller Art. Naja, ein seltsames Hobby. Stimmt. Aber mein Bruder sammelt alte Zahnbürsten. Das liegt wohl an den Genen. Okay, da sind wir irgendwelche Dosen finden, die wahrscheinlich so ausschauen. Dann bringen wir die zu Erwin am Totonga-Strand. Okay. Viel halten die ja nicht aus. Wir haben unseren ersten Rubin gefunden, fällt mir gerade auf. Sehr schön. Das hat Spaß, aber ihr seid unbesiegbar, ne? Ne, doch nicht. Wow. Dann klären wir doch mal den Stand hier. Oh, was hast du denn, Nuss? Du hast eine Schutzeichel erhalten. Sie reduziert Schaden, den du erleidest, um die Hälfte. Okay, ist der Powerstern aus Zelda. So, Rubin. Unser zweiter Rubin. Wir sind bestimmt gemachte Männer, wenn wir jetzt hier. Ins Dorf zurückkehren. So, jetzt ab. Satzfindung. Um 6.45 Uhr. Ah, cool. Ich kann auch mit Schild vorbrechen. Das ist nice. Nonobin. Yes. So. Jetzt schauen wir uns, würde ich mal sagen, das Möwendorf an. Und gehen wir hier in die Bücherei. Zumindest vom Symbol her. Yep. Dorfbücherei. Ich nehme das böse Schwarze hier. Die dunklen Geheimnisse von Kokolint. Das Buch lesen. Wirklich? Jawohl. Was ist das? Tja, ohne die magische Lupe wirst du die kleinen Lettern in dem Buch wohl nicht lesen können. Vielleicht hilft es, wenn du ein paar Leute unter die Lupe nimmst. Okay. Einsatz des Schildes für Fortgeschrittene. Lass mal. Hältst du R gedrückt, kannst du dich vor gegnerischen Angriffen schützen und manchmal sogar wegstoßen. Den Schild gibt es auch als Sonnenmodell Spiegelschild. Der Fernangriffe reflektiert. Auf den freue ich mich mal. Das Geheimnis der Wirbelattacke. Buch lesen? Yep. Schon seit Generationen ist die Familie des Helden mit dieser Technik gut vertraut. Halte B gedrückt, bis das Schwert zum Blinken beginnt. Lass den Knopf los, um dann mit dem Schwert zu wirbeln. Wollen wir ausprobieren? Ha! Bücherei kaputt. Karte von Kokolint. Hier findest du die Namen verschiedener Orte. Möchtest du die Karte sehen? Jo. Okay, wir haben ein bisschen was vor uns. Zoodorf. Durstwüste. Zwergenbucht. Zauberwald. Okay.
Cool. Haben wir die jetzt eigentlich auf unserer Karte drauf? Nein, nicht Aufnahme speichern. Man hätte sie übernehmen können. Aber wir können sie hier mal umschauen. Das Inventar noch recht leer. Das ist das System. Na gut. Die Vorzüge der Teleporter. Ah, ich glaube, es sind diese Häuschen mit dem Telefon drauf, ne? Auf Grönland gibt es einige Teleporter. Um von einem Teleport zu einem anderen zu gelangen, musst du dich darauf stellen. Du kannst nur Teleporter benutzen, auf die du dich schon einmal gestellt hast. Okay. Bombenstimmung in jeder Lebenslage. Das Buch lesen. Oh ja. Nachdem du eine Bombe hingelegt hast, kannst du sie wieder aufheben, wenn du A erneut drückst. Um sie jetzt zu werfen, musst du ein weiteres Mal A drücken. Schon gewusst? Jetzt ja. Wie man ein Item aus dem Menü wählt. Ja. Drücke Plus, um das Inventar zu öffnen, wähle dann das Item aus und lege es auf X oder Y. Man kann auch mit anderen Dingen als dem Schwert kämpfen. Probier es aus. Jetzt haben wir noch das Buch hier und dann machen wir unsere Reise mal weiter. Karten und Erinnerungen. Das Buch lesen. Drücke Minus, um dir die Karte der Insel anzusehen. Mit Hilfe von R kannst du sie vergrößern oder verkleinern. An den blassen Stellen dieser Karte warst du noch nicht. Möchtest du dir einen Ort für später merken? Drücke A, um ihn mit einem Pin zu markieren. Drücke X, um die Erinnerungen oder Unterhaltungen nochmal anzusehen. Egal. Ach, das ist wirklich praktisch. Gab es mit den Pins auch schon eine Gameboy-Variante? Gab es da überhaupt eine Karte? Ich weiß es nicht. Oh, Brunnen, da müssen wir bestimmt später auch noch irgendwie rein. Hühner ärgern wir mal nicht. Das ist ein Fuchsi. Brrr. Also Obacht, ich habe ein Schwert und ein Schild. Jetzt gucken wir nochmal ins Haus des Kettenhundes. Ah, der kleine Kettenhund, wie süß. Da drüben ist auch noch einer. Scheint aber der Böse zu sein, hä? Bonjour, mein kleiner Komet sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Ständchen, kleff, kleff. Du suchst das Regal. Das ist ja ein tolles Regal. jo. Dankeschön. Ein tolles Regal. Finde ich auch. Bist du Komet? Möglich. Oder bist du Komet? Schnüppchen. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Wenn du ein schickes Accessoire hast, nur her damit. Okay. Da ist schon mal zwei Sammelquests entdeckt. In einer Folge, ja. Konservendosen und Accessoires. Ohmchen, was geht ab? Oma, ja, ja. Ja, ja, mir geht's gut und dir? Ja, ja. Alles gut. Nur Schiffbruch erlitten, aber sonst alles cool. Oh, der hat einen flauschigen Bart. Darf ich ihn anfassen? Bist du Opa? Nein, nein. Nintendo, warum nicht? Oh gut, er ist Ulrira. Mich soll nicht sagen. Aber naja, könntest du mich bitte von draußen anrufen? Es scheint, Ulrira ist sehr schüchtern. Ring, 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 klack. Hallo, hier ist die Mini-Tendo-Galerie. Haben Sie ein Lichtbild für uns? Nein, dann machen Sie mir die Leitung frei. Klack, tut, 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 tut. Du hast dich wohl verwählt. Okay. Es schaut schon sehr schön aus. Hier die Strickensachen von der Oma. Wir haben alle diese kleinen Statuen hier. Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Cheep Cheep drauf. Okay. War nämlich bei Marin und Haren im Haus auch. Ja, Hühner lassen wir mal in Ruhe. Da passiert nur Mist in Zelda-Spielen. Deswegen, nope. Coole Musik. Tut, 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 ja, hier Ulrira. Frag mich alles, was diese Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. In der Dorfbücherei gibt es interessante Bücher. Nun, du sollst sie mal lesen. Tschüss. Klick, klick, tut, 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 tut. Okay, ich glaube, das sind auch diese Teleporter. Gerade haben wir vorhin auch noch einen gesehen. Da bist du. Ken, Ken. Wenn du das in der Gran Kemenate in die
Preiszone beförderst, gehört es dir. Wir suchen die ganze Zeit diese Yoshi-Puppe für unsere Mama zu gewinnen. Ah, ihr wollt die also haben. Also für ein Taui kriegt das ja auf jeden Fall danach. Jetzt sagt, ey, wow, das ist ganz schön gemein von dir. Tja. Auch Helden müssen von irgendwas leben, ja? Ich meine, ja, das ist Jux und Dollerei. Und so ein Schild. Diamanten. Und ein Herz, der wird das Interessanteste sein, neben der Yoshi-Puppe. Kemenatenbetreiber. Wunderkran, ein Spiel, 10 Rubine. Tut mir leid, ich habe leider nur 5. Komm einfach vorbei, wenn du wieder rich as fuck bist und Bock auf ein Spielchen hast. Weißt ja nur, wo leider und so. Die Sonne lacht. Okay. Glücksspielkinder ist nicht gut. Hier ist ein bisschen was anderes. Da kannst du dein Glück beeinflussen. Aber wir können... Oh, eine Muschel. Du hast eine Zaubermuschel erhalten. Wozu die wohl gut ist? Was die magische Miesmuschel ist, gibt sie mir alle Antworten aufs Leben. Darfst du dir die magische Miesmuschel nutzen? Nein. Darfst du dir das hier essen? Nein. Oh, wir haben ein paar Rubine zusammen. Also jetzt sagen wir und schauen uns erstmal das Dörfchen hier weiter an. Das Zeug wächst ganz schön schnell nach. Ich weiß nicht, wenn es nicht im Bild ist, ist alles wieder da, ne? Das heißt, man kann farmen ohne Ende. Okay, da ist Marvin. Jetzt gehen wir erstmal in den Laden noch rein. Der schaut schon so schmierig. Was haben wir denn? Einen Schaufelhammer? Ein Herzteil? 200 Rubine, hier Gibi. 200. Drei Herzen. Ein Schild. Gut, wir haben nichts, was wir uns kaufen können. Mal später wieder, wenn wir rich as fuck sind. Sagten Maren. Hallo Taren, ist in den Wald gegangen, um Pilze zu sammeln. Ich bin aber lieber hier geblieben, um zu singen. Hör doch mal zu, ich singe jetzt die Ballade vom Windfisch. Schön. Ich bin mehr als begeistert. Hier ruht der fliegende Gockel. Gaga? Okay. Danke dafür, Maren. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir noch mal ein paar Rubine ein, dass wir Minimum 2 Spiele machen können. Weil ich würde ja gern das Herzteilfletschen bekommen. Und vielleicht auch noch den Yoshi sowieso, ist klar. Noch immer denen ihre Mutter. Sie haben noch keine Frau gesehen hier, außer Maren. Deswegen sammeln wir noch 2 Rubine ein. Zack. So. Voilà. So, machen wir mal ein bisschen Spielerei. Wunderkran. Ein Spiel, 10 Rubine. Spielen. Mit den Knöpfen bewegst du den Kran, der Rest ist Timing. Stell dich an die Knöpfe und viel Erfolg. So, erstmal den Yoshi, ist sehr gut. So, bleibt aber ja drin, ne? Der rutscht gerade raus. Noch ein Spiel? Ja, sicher das. Viel Glück. Nein. Zunächst den Rubin. Nein, fuck, okay. Fuck, okay, man muss echt lange draufbleiben, ne? Man kann halt nur einmal das Ganze betätigen. Ja, toll. Hätten wir nichts umstoßen können. Mischt. Noch ein Spiel?
Ja, machen wir uns, wie gesagt, das Herz will ich jetzt noch haben. Nein, ah fuck, vielleicht mit Glück. Nein! Ach, verdammt, ein Tick zu hoch gewesen. Würde jemand sagen, ein Schnuff zu hoch. Nein, aber wir haben den Yoshi. Komm einfach vorbei, wenn du Lust auf ein Spielchen hast. Oh, du hast eine Yoshi-Puppe bekommen. Endlich, du liebst Yoshi. Ich liebe Yoshi? Ich liebe Yoshi. Ui, du hast die Yoshi-Puppe geholt? Die haben wir schon in Ewigkeit versucht. Und so man will unbedingt so eine haben. Hier, Ken. Du bist ja ein toller Hecht. Unsere Mama wird so neidisch sein. Wie? Oh, sie ist wahrscheinlich zu Hause. Unser Haus im Norden mit den zwei Türen. Norden mit den zwei Türen? Aber ich gucke den doch noch nicht komplett erkundet. Ah. Wir bekommen ja 10 Rubine als Bonus. Dann kriegen wir heute auf jeden Fall das Herzteil. Wie kann man denn so schlecht sein wie ich? Ah, okay. 1, 2, 3, 4 Kinder. Na gut, Tom und Tenten. Das Baby. Ne? Dir zwei. Wer bist du denn? Papal. Hast du schon meine Vierlinge getroffen? Ich bin Papal und glaube, dass ich mich später im Gebirge verirren werde. Suchst du mich dort? Maybe yes. Mamascha. Oh, schenkst du meinem Kind die Yoshi-Puppe bitte? Ja, sichi. Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Moment. Ich gebe dir das für die Puppe. Du hast deine Yoshi-Puppe gegen eine Schleife getauscht. Bestimmt kannst du auch irgendwo die Schleife tauschen. Okay, das ist ein Beginn einer großen Tauschquest. Typisch Zelda-Spiele. Tausche Gegenstand so und so gegen Gegenstand so und so, um dann Gegenstand so und so zu erhalten. Sehr cool. Aber ich muss echt sagen, das Spiel schaut so schön aus. Das ist der Angel-Dude. Den werden wir uns dann das nächste Mal auf jeden Fall reinziehen. Jetzt würde ich mir auf jeden Fall gerne den Setzer noch holen. Das macht mich total fertig, dass ich das nicht bekommen habe, weil ich zweimal zu blöd war. Zweimal hätte ich echt packen können, aber nein. Das war für den Yoshi reicht für die Tauschquest. Oh, ein blauer Rubin. Sehr schön. Ich würde gerne noch 20 Rubine sammeln. Sorry, Fuchs. Wie du auch rumstehst. Die Hühner werden aggressiv. Ne, die Füchse auch, ey. Hat mir ein kleines halbes Kerz gekostet. Boah. Scheiß auf Ganon, Alter. Der Fuchs ist der Wahl. Badass. Ich weiß gar nicht, wer der Endgegner hier ist. Seit ich habe das Spiel weiter als bis zum ersten Dungeon nie gepackt, irgendwie. Paul war zu doof als 7-Jähriger. Und gleich ein Herz. Nimm das, Fuchs. Ich kann mich heilen. Was kannst du? So, man muss da irgendwo ein paar Rubine rumstehen. Wir filmen jetzt eigentlich noch 2, ne? Okay, jetzt haben wir es. Sehr schön. Dann probieren wir jetzt auf jeden Fall das Herz. Das Geld ist jetzt mal nicht so wurscht. Nicht so... Okay, wir werden auf jeden Fall dann nochmal eine Folge machen, wo wir hier weiteren Kram irgendwie uns holen. Yes! Das mit dem Kettenhund, das sieht aus wie so ein Accessoire. Ah, warte mal, für den einen Kettenhund kann ich das die Schleife nehmen. Klug. Wir haben ein Herzteil. Yes, noch 3 weitere und wir bekommen ein ganzes neues Herz. Noch ein Spiel. Yes, ichi. Ob das klappt? I hope so. Physics. Yes. Oh, könnte rausfallen eigentlich, ne? Noch ein Spiel?
Nein, ich habe gar kein Geld mehr. Diesmal habe ich es aber rumbekommen, ne? Komm einfach bei, wenn du Lust auf ein Spielchen hast. Sehr schön. Was ist das hier? Du hast eine Schnüppchenfigur erhalten. Irgendwo muss man die doch aufstellen können. Du hast ein Herz erhalten. Was für ein seltener Fund. Das stimmt. Dankeschön. Hat sich gelohnt. Also man kann auf, sollte ab und zu mal vorbeischauen, wenn es nur wegen den Figuren ist. So, dann schauen wir mal zu den erstmal zu unserem Hundi. Na, wir machen schon mal ein bisschen was. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Oh, diese Schleife. Oh, ich brauche sie sofort. Ich gebe dir dafür auch eine Dose Hundefutter. Jo. Freunde, hier ist dein Hundefutter. Du hast die Schleife gegen Hundefutter getauscht. Ich weiß, wer die bekommt. Das werden wir in diesem Part auch noch machen. Dass wir noch zum Kroko gehen. Können wir hier die Figur aufstellen? Ja. Das ist eine Halterung für etwas. Es steht Schnippchen drauf. Jo, möchte ich platzieren. Freust du dich noch mehr? Okay. Ich weiß nicht, ob ich einen 100% Run machen werde. Momentan sieht es so aus. Ach ja. Das ist ein guter Apfel. Den Äpfeln kann ich auch nichts anfangen. Schade. Wir können hier abkürzen. Flieg, Bösewicht, flieg. Aua. Immerhin bekomme ich dein Herz. So. Aua. Obacht geben. Länger leben. Okay, da ist ein Dungeon. Da brauche ich einen Schlüssel für. Das bin ich total verrannt. Ah, die Musik. Oh, was freue ich mich aufs Reflektorschild. Alter, wie es halt auch ausschaut wie damals. So hat man sich ungefähr damals auch vorgestellt. Guck mal, ich habe Dosenfutter, Digga. Was hast du denn da in der Hand? Nein, das ist... Genau, diese Dose fehlt in meiner Sammlung. Bitte gib mir das Hundefutter. Bitte, bitte, bitte. Na gut. Oh, danke, du bist sofort her. Mahlzeit. Eisen ist auch genug drin, jo. Aber er sich freut. Schmatz, schmatz. Upsa. Das war gut. Das ist kein fairer Tausch, aber du hast ein paar Bananen. Ups. Okay, auf zum Affen, würde ich sagen. Den wir vorhin auch schon gesehen haben. Die Quest ergibt momentan Sinn. Deswegen machen wir die auch. Kann ich dir die nicht geben? Oder braucht jemand anders die Bananen? Wann kann ich denn mit dir reden? Oder kann ich das später machen? Möglich ist es. Na gut, dann begeben wir uns mal langsam Richtung Walde. Es schaut so gut aus. Ich habe so viel Bock gerade. Wahnsinn. Geh weg. Ich habe echt mega Bock, ey. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hoffe, ihr auch. Wir gehen mal Richtung Norden, wo es zum Wald geht. Dann können wir da auf jeden Fall in der zweiten Folge noch weitermachen. Ist das hier gleich? Zauberwald. Achtung, unfreundliche Moblins. Ich glaube, da müssen wir hin, ne? Hat's geheißen. Gut, ohne Schwert kämst du hier nicht hin. Deswegen würde ich sagen, ja, Link, vielen Dank fürs Aufnehmen in dein Abenteuer. Vielen Dank auch, dass ihr dabei wart. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es abgeht, in den Zauberwald. Hier bei Legend of Zelda Link's Awakening. Bis dahin, Servus und Fürti.